Ich bin im September 1942 dahin gekommen und ja, eigentlich bis Anfang Mai 1945 dort gewesen. Habe das Kriegsende auch in Sonthofen erlebt. Das war eine Schule der Hitlerjugend. Da wurde man auserlesen in verschiedenen Lehrgängen. Meine Mutter war damals sehr dafür. Mein Vater war in Afrika bei Rommel, war eher dagegen, aber Mama hat sich durchgesetzt. Und ich kann nur sagen, in der Erinnerung, das waren 2,5 prägende Jahre, wobei ich hinzufüge, inzwischen bin ich 83. Viele andere Jahre haben mich mehr geprägt, aber es wurde von uns verlangt, dass wir Anforderungen an uns stellen, dass wir nicht leicht klein beigeben, dass wir ehrlich sind, dass wir Kameradschaft üben. Also alles Tugenden, heute sagt man Teamgeist statt Kameradschaft, Fähigkeit zusammenzuarbeiten, sich einzuordnen, aber auch anderen Anleitungen zu geben. Also ich habe nichts zu bereuen. Allerdings war für mich das Kriegsende doch ein realer Schock. Da ist eine Welt zusammengebrochen, an die wir, wie Jugendliche das tun, idealistisch geglaubt haben. Und es hat ein kleines Weilchen gedauert, bis ich merkte, welches Regime da über uns verfügt hatte. Und das war für mich dann der Anlass, auch Geschichte zu studieren, zu fragen, wie sind wir überhaupt in diese Lage gekommen? Wie war es möglich, dass der Braunauer uns das ganze Volk verführt hat, fast das ganze Volk? Und welche Lehren müssen wir daraus ziehen?